jeden Mann hoch war, sprach sie schon zwei Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre! Und ich schwöre dir... 600 ehemalige Hitlerwähler äußerten sich genau 50 Jahre nach der damaligen Reichstagswahl über ihre Beweggründe. 56 von ihnen wurden gefilmt. Es ergab sich folgende Motivationskette. ...29,7% der Repräsentativwähler, der weitaus größte Anteil, nannten als ihr wichtigstes damaliges Wahlziel Arbeit und Brot. Man muss ja doch daran denken, dass wir mehr als 6,5 Millionen Arbeitslose hatten. Und diese Familien, es waren immerhin 3-, 4-, 5-köpfige Familien, mussten mit einem Arbeitslosengeld von 12 bis 15 oder 18 Mark auskommen. Davon musste noch Miete, Strom, Gas und so weiter bezahlt werden. Und eine Flasche Bier kostet 20 Pfennige. Also man kann sich vorstellen, wie das lief. Ich war ohne anderen auch schon fast 3 Jahre arbeitslos. Arbeitslosenunterstützung und alles schon ausgesteuert und bekam Wohlfahrtsunterstützung. 46 Mark im Monat mit meiner Frau zusammen. Die Einnahmen, die er dann in der Hauptsache allein als Arbeitslosenunterstützung sich rekrutierte, die waren ja so gering, dass die Familie unter ihrem Existenzminimum leben musste. Da war ja gar kein Mittel mehr da, um nur Anschaffungen zu machen. Das reichte ja kaum zum nackten Leben. Besonders das große Heer der Arbeiterklasse lebte in tiefster Armut. Es gab ja viele, viele Arbeitslose. Dieses Elend, ich habe es ja gesehen am Alexanderplatz, wo der Mann mit dem Schild stand, ich suche Arbeit, ich nehme jede Arbeit zu jeder Bedingung an, und die nackten Zehe, die nackten Oberschenkel, die guckten durch seine zerrissenen Hosen. Das war doch ein Elend. Das war eine Zeit, die für mich in meinem ganzen Leben die furchtbarste Zeit war. Denn ich habe 1930 mein Examen als Ingenieur gemacht, und wir bestanden 17 davon das Examen. Und von den 17 gingen 3 in das Geschäft des Vaters zurück, und wir anderen saßen alle auf der Straße. Man erlebte von Tag zu Tag das Elend. Wenn man in die Stadtbahn oder in die U-Bahn kam, kamen Geigen- oder Harmonikaspieler hinein und spielten und sammelten nach dem Spiel Geld ein, um ihre Unterstützung aufzubessern. Wir hatten fast tagtäglich 8 bis 10 Bettler im Haus. Meine Mutter hatte auf der Kommode im Flur immer eine Schale stehen mit 2 oder 5 Pfennigstücken, von denen dann jedes Mal einer was abbekam, wenn er geläutet hatte. Ich bekam damals 17 Mark wöchentlich Arbeitslosenunterstützung. Und davon sollte man leben. Und wenn das halbe Jahr um war, dann bekam man nichts mehr. Da bekam man wohl Wohlfahrtsunterstützung, aber die bekam nur der, der wirklich bedürftig war. Und wer die bekam und sollte davon leben, das war schon kein Leben mehr, das war so ein Dahinvegetieren am Rande der Existenz. Am 31. März 1931 lernte ich aus, und meine Chefs boten mir an, eine Stelle als junger Mann, und ich sollte 131 Mark im Monat verdienen. Das war, wie ich später erfahren sollte, natürlich weit, weit unter Tarif bezahlt. Aber was sollte man machen? Hätte ich irgendetwas gesagt, dann hätte man mir wahrscheinlich geantwortet, wenn Sie nicht wollen, 100 andere würden gerne diesen Job übernehmen. Die Zahl der Arbeitslosen war in 3,5 Jahren von 2,9 Millionen auf über 6 Millionen gestiegen. Jeder 4. deutsche Arbeitnehmer hatte also seine Familie nicht mehr ausreichend ernähren können. Und ein Silberstreif am Horizont war nirgends in Sicht gewesen. Hunderttausende hatten auf den Straßen der Großstädte in dumpfen Sprechchören Hunger geschrien.
Die nationalsozialistische Propaganda kommentierte diese Verhältnisse so. So sah es in Deutschland aus. Leere Fabriken, Werkstätten ohne Arbeit, tote Häfen. Aus Deutschland war ein Friedhof geworden. Ja, dann habt ihr ihn nach 1926. Fielen die Preise kolossal runter. Ich kann mich noch entsinnen, dass der Weizen dann von 12 Mark auf 8 Mark runterging. Und dass auch die Viehpreise immer mehr runtergingen, sodass viele Betriebe sich, je nachdem wie sie vorgestanden haben, ziemlich stark verschulden mussten. Da die Preise in der Landwirtschaft mit Ende der 20er Jahre so rapide fielen, um 1932/33 ihren Tiefpunkt bei sämtlichen Produkten der Landwirtschaft zu erzielen, waren viele Landwirte mutlos, verzagten. Ja, dann wurde eben sehr viel zur Zwangsversteigerung gekommen, im Thüringer Wald hauptsächlich und in Schleswig-Holstein. Bei uns war es nicht ganz so schlimm, aber es ist da reihenweise Höfe zwangsversteigert worden. Die Kurve der Zwangsversteigerungen auf dem Lande war sprunghaft nach oben geklettert. 1928 wurden rund 2300 Betriebe zwangsversteigert, 1931 4500, also das Doppelte. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich als Kind miterlebt habe, wie Nachbarskinder von Arbeitern in Lumpen gingen, oft keine Schuhe hatten, hungerten, sodass wir von dem wenigen, was wir auch hatten, ihnen noch abgaben. Bereits 1927 hatten etwa 1 Million Menschen ohne ständige Unterkunft leben müssen. Es existierte ein Fehlbedarf von 600.000 Wohnungen. Dann war die Wirtschaftskrise gekommen, zugleich das Ende aller Bauvorhaben. Bis 1933 stieg die Anzahl der fehlenden Wohneinheiten im Deutschen Reich auf 1,5 Millionen. Das war ein deprimierendes Bild. Diese ganzen Menschenmassen, die standen an, um ihre Arbeitslosenunterstützung zu holen. Und ein fröhliches Gesicht oder sonst irgendwas, das war nicht zu sehen. Das war geprägt von einer tiefen Hoffnungslosigkeit. Sie waren alle so verzweifelt. Sie hatten die Saalschlachten, die Straßenkämpfe, die Arbeitslosigkeit satt und sehnten sich nach etwas Neuem, das ihnen Brot und Arbeit, das ihnen Sicherheit und Ruhe geben sollte und vor allen Dingen Frieden. Da kam Adolf Hitler und versprach ihnen Brot und Arbeit. Er erschien ihnen wie ein neuer Messias. Ich habe vor ein paar Stunden erst die Wahlvorschläge gelesen, zum Beispiel in Hessen-Nassau. 34 Parteien, die Arbeiterschaft, ihre eigenen Parteien, und zwar nicht eine, das wäre zu wenig, es müssen vielleicht 3, 4 sein. Das Bürgertum, das noch intelligenter ist, braucht er noch mehr Parteien. Der Mittelstand muss seine Parteien haben. Die Wirtschaft, ihre Parteien. Der Landmann, auch die eigene Partei, und zwar auch gleich 3, 4. Und die Herren Hausbesitzer müssen ihre besonderen Interessen politischer Art, weltanschaulicher Art, auch durch eine Partei vertreten lassen. Ich habe hier eines zu erklären, die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. 20,5% der Repräsentativwähler nannten zur Begründung ihre Daten.